Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Crafter hier bei Heisenberg Zock. So, wir haben einen neuen Bienenstock, das würde ich mir gerne mal ansehen. Allerdings, wir gehen mal schnell ernten, dann haben wir das auch gemacht. Es gab noch eine schöne Idee, das werde ich gleich noch erzählen. Dahingehend, dass die Bienenzucht ein bisschen mühselig ist. Ein bisschen mühselig ist fast untertrieben, weil da gibt es ja immer noch die Seidenraupen raus, statt dass es dann Bienen gibt und so weiter. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Also irgendwie, keine Ahnung. Soll die Bienenzucht erschwert werden oder sind ihnen irgendwie die Rezepte ausgegangen? Dass man das so machen muss, ich weiß es nicht. Wir essen gleich mal noch was. Ein bisschen Durst hätten wir auch noch. Und Iridium haben wir ja noch am Start. Okay. War meine ich nicht. Und halt, falsch. Und den anderen Stab. Hatten wir noch was anderes vor? Naja, ist jetzt eigentlich egal. Wir brauchen Iridium. Beziehungsweise brauchen wir nicht, schmeißen wir rüber, das haben wir noch geholt, genau das war's. Dann haben wir noch einen Superlegierungsstab, den würde ich auch mal gerne noch hier hinten hin tun, wo der hingehört. Ja, die Stäbe, die sind wirklich nicht massig vorhanden. Also, Bienenstock, wo haben wir dich? Hier. Dafür brauchen wir, ich habe es geahnt, eine Bienenlarve. Wir brauchen Baumrinde, Stufe 2 Dünger und Klumpen. Dünger, Stufe 2. Haben wir gar noch einen, Halleluja. Biomasse haben wir gar keine mehr. Können wir schnell gucken. Können wir dich herstellen? Mal schnell schauen. Jawohl. Also einmal rüber. Ich lasse den mal arbeiten. Das ist okay. Dann haben wir des Weiteren. Baumrinde, kein Problem. Und die Bienenlarven, das schauen wir uns jetzt gleich an. Das ist nämlich die Idee, die da in die Kommentare geschrieben wurde. Also einmal Baumrinde. Nämlich vom lieben Christian. Wenn wir diese Seidenraupen recyceln, dann müssen wir doch eigentlich die Grundstoffe wieder rauskriegen. Jetzt müsste ich nur wissen. Ja, ich wollte gerade sagen, nee, das sind aber Seiden selber. Die haben wir wahrscheinlich bei den Raupen, die Seidenraupen. Das würde eigentlich noch Sinn machen. Wo haben wir denn gleich nochmal die Larven? Hier. Jawohl, nochmal zwei. Und ich glaube, viel mehr haben wir gar nicht. Oder haben wir noch ein bisschen was hier? Ja, da haben wir nochmal eine. Sehr gut, dann haben wir 5 Stück. Jetzt gehen wir mal gucken. Das war aber nicht in der Wohnung, sondern hier hinten. Das hier ist der Schredder und das hier ist Recycling. Okay, lasst uns mal schnell schauen. Einmal rein und dann haben wir hier einen Knopf. Genau, mach mal. Was kriegen wir raus? Nix, ist kaputt. Ach ne, hier vorne. Ach, guck mal. Ja, Dünger, Muttergen und die Raupe. Ja, das ist ja wunderbar, da machen wir das natürlich schnell. Dann haben wir wenigstens die Bestandteile alle. Ist jetzt blöd, dass wir da immer nur einen Teil machen können. Aber ich kann es natürlich anders machen, indem ich hier, zack, das so mache. Moment. Wenn ich es hinkriege, Raupe rüber. Knöpfchen. Dann Raupe rüber. Halt hier. Raupe rüber. Knöpfchen. Raupe rüber. Knöpfchen. Und dann hier aufsammeln, die guten Teile. Der Vorteil ist halt, wir müssen die nicht... Komme ich hier nicht vernünftig ran? Wir müssen die nicht irgendwie in den Schränken zusammensuchen. Sondern wir haben die Bestandteile gleich wieder hier. Hilft uns natürlich dahingehend nicht. Wenn wir jetzt wieder Raupen rauskriegen, haben wir halt Pech gehabt. Aber wir brauchen eine Bienenlarve für diesen Bienenstock. Also von daher, das müsste eigentlich irgendwie zu schaffen sein. Wir haben hier 2 von den Teilen. Also Bienen war... Ja gut, das ist relativ einfach. Muttergen, eine ungewöhnliche und so ein Teil. Mach mal. Dauert das wieder ein Momentchen, da können wir den hier hinten eigentlich glatt auch noch mal kurz beschäftigen. Muttergen, zack und zack. So, weil dann haben wir 2 Bienen, kann auch nicht schaden. Dann haben wir für später schon etwas. Ich müsste mal noch was trinken. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal kurz das Wasserdingens hier unten noch plündern, wenn wir schon da sind. So, alles rüber. Das verstauen wir wieder, weil Wasser brauchen wir tatsächlich ja nicht nur zum Trinken. Aubergine ohne Ende. Das brauchen wir nicht nur zum Trinken, sondern auch zur Herstellung von gewissen Sachen. Das wissen wir mittlerweile. So, hier geht mal alle rüber. Dankeschön. Dann haben wir hier Wasser rüber. Das passt. Und draußen ist ein Sturm. Interessiert uns halt tatsächlich nicht mehr so brennt, weil da kommt nichts mehr runter, was wir brauchen. Das haben wir, glaube ich, schon geklärt. Wobei, da kommt sowieso nichts runter. Nö, das haben wir einen Sturm. Okay. Terraforming Index, wir sind bei 600. Man sieht, wir kommen auch voran. Also selbst wenn wir jetzt nicht explizit was fürs Terraform tun, ist ein 100er Schritt, den haben wir jetzt gemacht innerhalb von 1-2 Folgen. Also das geht schon. So, ich gehe mal schnell gucken. Wie sieht es aus mit den Bienchen?
Jawohl, einmal Biene haben wir. Und hier sind wir auch schon durch. Da haben wir wieder eine Seidenraupe gekriegt. Okay. Die Seidenraupe werden wir ganz einfach wieder verstauen. Bei den Raupen, beziehungsweise bei den Larven. Einmal rüber. Sehr gut. Und da können wir das Ding hier eigentlich bauen. Jawohl. Wobei, wir müssen dann da rein doch wieder eine Biene legen. Das ist natürlich auch bekloppt. Eine Bienenlarve, glaube ich. Oder wir gehen mal gucken, was wir reinlegen müssen. Ich würde das sowieso in der Nähe machen. Damit wir das auch sehen. Wir haben hier Schmetterlinge. Hier unten die Bienen vielleicht. Die sind ja hoffentlich halbwegs friedlich. Zack. Jetzt. Ui. Was gehört hier rein? Ach, nix. Ne, guck mal. Da brauchen wir gar keine Larve. Das passt ja hervorragend. Da kriegen wir einfach auch wieder Honig raus. Gut, ist jetzt nicht so wahnsinnig. Oh, Bienchen. Hallo. Die Biene Maya. Ach, das war eine schöne Serie. Mit Flip, Hü, Hüpf. Ich bin entzückt und so weiter. Ja, sehr schön. Gut, das Teil haben wir auch. Dann haben wir eigentlich wieder alles gebaut, was wir bauen können. Dann mal schauen, was wir noch machen. Ich hätte halt gerne tatsächlich nicht beim Schwefel, sondern doch beim Schwefel war es. Wollten wir nicht beim Schwefel noch einen zweiten Extraktor haben? Hier ist halt auch schon wieder leer. Eigentlich müssten wir fast eine Tour de Dingens machen. Und die Sachen mal noch raus. Hier. Hier geht raus. Dann Muttergen haben wir hier hinten. Hier geht raus. Einmal um eine Kurve rüber. So. Und dann geht ihr noch raus. Dann haben wir einmal Nahrung. Ja, ich nehme mal noch eine Wasserflasche mit. Okay, einmal Wässerchen. Sehr gut. Dann holen wir mal schnell die Superlegierungen. Und danach, was wollte ich denn jetzt? Irgendwas wollte ich doch noch tun. Wenn ich es jetzt gerade noch wüsste. Superlegierung, ahoi. So, einmal hier rauf. Alles rüber. Hier sortieren. Und dann können wir gleich schreddern. Den haben wir ja hier. Zack, Schredder, 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 Schredder. Den Rest brauchen wir. Dankeschön. Einmal Knöpfchen. Und dann ist das erledigt. Hier machen wir das Gleiche. Auch alle rüber. Kann ich ja nicht so machen. Ist einfacher. Dann wieder alles hier in Kollegen Schredder rein. Le Knöpfchen. Und dann haben wir hier hinten noch so ein Teil. Da ist schon mit Schredder. Ist halt die sauberere Lösung. Wir kriegen aber wirklich jeden Käse rein, außer irgendwie vernünftig Superlegierung. Voll interessant. Naja. Können wir nicht beeinflussen. Es ist, wie es ist. So. Zack, einmal rüber. Nochmal einmal Knöpfchen und dann haben wir das. Düsen wir wieder zurück zur Base und werden den Schrank füllen. Genau, dann wollte ich eben ein Dingens herstellen. Nochmal so ein Extraktor. So, ja, das sieht doch schon wieder viel besser aus. Den Extraktor, den kriegen wir für, ja, Osmium und Stäbe. Osmium haben wir hier. Jetzt habe ich gerade geguckt, jetzt weiß ich trotzdem nicht. Doch, drei Stück. Drei Stück, dann Stäbe, Iridium haben wir nicht. Superlegierungsstab haben wir. Iridiumstäbe haben wir keine. Kannst du die herstellen? Da haben wir nochmal einen Bioklumpen gekriegt. Iridiumstab. Da macht er gerade gar nichts. Okay, möchte er nicht. Machen wir den noch rüber. Da haben wir halt auch nicht mehr allzu viele. Kann sein, dass er hier das eventuell kann, weil er näher ist. Nee, kann er auch nicht. Da brauchen wir einfach Iridium. Haben wir denn kein Iridium mehr? Wir haben doch. Hier haben wir doch Iridium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, wir brauchen 9. Ist es denn wahr? Ja, stimmt. Iridium ist halt wirklich der Hammermangel. Ne, das ist falsch. Iridium war hier. Ja, 9 Stück. Gut, dann düsen wir. Ihr ahnt es. Mal kurz in Richtung Iridium. Habe ich das nicht entsprechend angeschrieben? Oh, wo hat man denn jetzt das Iridium? Beim Osmium, genau. Ich werde das noch kurz umbenennen. Hier haben wir Osmium und dahinter ist das Iridium. Ja, da haben wir die Osmien. Die Osmien. Okay, die nehmen wir mal noch mit. Ganz einfach, weil wir es können. Und nee, aber dann haben wir den ganzen Rucksack voll. Na gut, das ist ja kein Riesenweg. Aber dann werden wir das hier kurz umbenennen. Das ist nicht nur Osmium, sondern Iridium. Da können wir uns das mit der Höhle eigentlich sparen.
So, dann wissen wir wenigstens, wo wir das Iridium finden. Wir gehen mal schnell gucken. Das müsste ja hier hinten gewesen sein. Oder bin ich jetzt völlig falsch? Ju, ich bin, glaube ich, völlig falsch. Hier hinten ist kein Iridium, hier ist das Zeolit. Ja, da können wir gleich wieder zurück und das umbenennen, weil ich weiß wieder, wo es war. Das ist nicht hier. Nee, nee, nee. Das machen wir eigentlich zu Fuß, das Ganze. Ja, also hier ist nichts mit Iridium. Das können wir gleich wieder kappen. Allerdings, was wir hier halt haben. Hier. Zellulit. Was ist das Zellulit? Ich glaube schon. Ich schreibe jetzt aber mal Zellulit. Auch wenn es anders heißt, wir wissen, was gemeint ist. So, ab zur Base. Und dann machen wir das zu Fuß. Jetzt werde ich aber schnell hier die Sachen noch rausballern. Orientierung. Genau. Hier einmal nach vorne zu den Schränken. Da, es ist hier gar nicht mehr so einfach. Also Zeolit. Ne, Blödsinn. Osmium hatten wir. Das ist hier. Osmium rüber. Jetzt brauchen wir wieder die drei Teile. Und ja, brauchen wir eigentlich nicht, aber. Also die Pulsare. Blödsinn, Pulsare. Was erzähle ich? Iridium. Wisst ihr was? Ich gucke schnell hier drauf, bevor wir irgendwie einen Käse machen. Also ich. Da, da ist Iridium. Hier in der Höhle drin, genau. Also, das war mir eigentlich klar. Ich wollte nur noch mal kurz eine Kontrolle haben. So, wir düsen nach da hinten. Zu den sandigen Sandfällen. Während hier die Insekten rumtoben. Das ist eben so, das gibt eine Vervielfältigung. Also das sind ja nicht nur die Insekten, die wir jetzt hier irgendwie in den Kästen drin haben. Und die haben ja einen Faktor. Irgendwie mal 1000 oder so, im Idealfall. Das heißt, die produzieren dann eben weitere Insekten. Und so müsste dann hier irgendwann mal alles mit Insekten voll sein. Ich glaube, das können wir uns schenken, dass wir hier irgendwie einen Teleporter haben. Oder haben wir einen? Haben wir sowieso einen? Nee, glaube nicht. Irgendwo da draußen vielleicht. So, weil das ist so wirklich dermaßen nah. Das ist absolut kein Problem. So, ihr geht mal rüber. Die produzieren aber auch irgendwie nicht wirklich vernünftig, finde ich. Du kannst mal raus. Den Rest behalten wir. Da müsste man sich bald fragen, ob wir hier nicht noch einen dritten machen. Guck mal, das sind einfach vier Iridium. Das ist doch eigentlich witzlos. Da müssen wir, glaube ich, nochmal welche machen. Dass wir vielleicht hier zuerst nochmal so ein Teil machen. Bei Schwefel brauchen wir natürlich auch, ist klar. Aber ich würde, wir brauchen, um die Dingens zu bauen. Wo haben wir es? Die hier? Brauchen wir ja wieder Iridium. Also deswegen müssen wir eigentlich schon zuerst nochmal so ein Teil bauen. Kriegen wir denn da Stäbe raus? Wir haben, glaube ich, 8 gehabt. Dann 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Da fehlen welche. Da fehlen allen Ernstes fehlen welche. Da geht ihr raus. So, ich baue jetzt nicht überall einen Schredder, aber das ist mir schlicht und einfach zu mühsam. Wenn das hier rumliegt, das stört ja keinen. Das sieht nicht gut aus, ist mir klar, aber ist eigentlich egal. Wo gehe ich hin? Ich gucke mal schnell. Ja, da haben wir einfach Sauerstoff. Hier haben wir den Schwefel. Nee, wir brauchen noch mal Iridium. Vielleicht liegt hier noch was rum. Oder wir brauchen halt einfach jetzt noch, wenn ich überlege, 3 Iridium. Die müssen wir doch irgendwo herkriegen. Ja, jetzt bauen die wieder oder generieren sie wieder so einen Käse, den keiner brauchen kann. Leute, davon haben wir ganze Schränke voll. Das könnt ihr euch echt abschminken, uns mit dem zu liefern. Ja, wir düsen zurück. Oder ich gucke hier nochmal schnell. Ob hier nicht vielleicht doch noch irgendwo ein Iridium rumliegt. Wir brauchen noch 3 Stück, sonst müssen wir da halt nochmal zurück. Wir können einen Stab machen und dann müssen wir wieder zurückgehen. Hier liegt nichts. Dafür haben wir hier nochmal Zeolit heißt das Zeug. Okay, da könnte ich dann auch nochmal kurz den Dingen anders beschriften, nämlich richtig. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir irgendwann tatsächlich mal eine Iridium-Krise haben. Davon haben wir so viel gehabt immer. Wir hatten immer mit Superlegierungen ein bisschen Probleme. Aber nicht mit Iridium. Tja, naja gut. Machen wir das halt hier Step by Step. Eins und Stab können wir immerhin herstellen. Und das werden wir auch gleich machen. Beziehungsweise im Prinzip müssen wir einfach das Iridium da reinballern. Dann machen die Maschinen das. Wäre hier einmal rüber. Müsste man hier eigentlich bereits dann was hören? Nee? Mach mal. Also irgendwie, der macht die Iridiumstäbe nicht mehr. Ist das Ding kaputt?
automatisch hergestellt. Ja, eben Iridium. Und Iridium haben wir doch jetzt hier. Jetzt haben wir doch die 9 Stück, die da gebraucht werden. Irgendwie der macht nicht mehr. Seht ihr das? Der macht gar nichts mehr. Auch keine Superlegierung mehr. Hä? Ist das Gerät kaputt? Was ist hier? Wählen Sie ein Rezept aus? Ja, automatisch herstellen. Ja, was müsste man doch hier herstellen können? Ja, der Kreis dreht sich nicht mehr. Weiß da gerade jemand warum? Also die Sachen, die man dafür braucht, die haben wir. Haben wir keinen Strom mehr? Nee, das kann nicht sein. Es ist zwar relativ zappenduster hier. Wir hatten doch über 1000 Strom. Also das kann tatsächlich eigentlich nicht das Problem sein. Aber es ist schon relativ dunkel gerade. Nicht genug Energie. Ja, aber sag mal, im Ernst jetzt? Okay, das ist natürlich eine kleinere Katastrophe. Wir brauchen nicht eine Heizung. Wir hatten doch über 1000 Energie. Das gibt's doch nicht. Also das verstehe ich jetzt wirklich gerade nicht. Wo ist mein Riesending? Mein Riesending der Marke. Nicht Gasextraktor. Da. Nee, das ist die Heizung. Ich suche die Energie. Come on, die muss doch irgendwo sein. Irgendwo hier unten war's. Nee, Baumsamen. Sag mal, jetzt finde ich alles, aber nicht Heizung. Da, nee, auch Heizung. Hä? Wo ist mein Energiekollege hin? Kernreaktor, da ist er doch. 3 Uranstäbe, Schwarzpulver und Superlegierung. Eieiei, 3 Uranstäbe, eine Superlegierung. Uranstäbe haben wir wahrscheinlich auch nicht. Ne, haben wir tatsächlich auch nicht. Da brauche ich nur ganz viel Uran. Haben wir denn so viel Uran? Wir haben 2 Uran. Jetzt wird es ganz interessant. Aber warum? Ich verstehe tatsächlich nicht, warum wir jetzt plötzlich ein Energieproblem haben. Wir müssen Uran holen. Und zwar relativ schnell. Wo haben wir Uran? Von einem ins andere. Uran, Uran, Uran. Nirgends. Ist ein Scherz. Och nö, wo warten die Uranhöhle? Wir können natürlich eine Rakete holen. Ey, das wird jetzt aber schon gerade ein bisschen irgendwie mühsam, muss ich gestehen. Okay, Rakete. Also ich verstehe halt tatsächlich nicht, warum wir hier irgendwie ein Energieproblem haben. Gut, ich kann natürlich auch, wisst ihr was, wir müssen ja nicht das Kernkraftding machen. Wir gucken mal, dass wir einfach das Ganze jetzt auf die Schnelle wieder zum Laufen kriegen. Würde heißen, statt Kernreaktor, ihn hier. Ne, da brauchen wir auch einen Uranstab. Was haben wir denn sonst noch an Energie? Sonnenkollektoren. Das würde immerhin ein bisschen was bringen. Da brauchen wir einfach alles, was wir haben. Eisen, Magnesium, Kobalt, bla bla bla. Eisen, Magnesium, Kobalt, bla bla bla. Magnesium. Kobalt. Eisen. So, nochmal gucken. Ist halt jetzt eigentlich tragisch, wenn man plötzlich wieder irgendwie zur Windenergie zurückkehren muss. Aber wenn es nicht anders geht. Nicht zum Wind. Hier zur Sonnending. Silizium und Aluminium brauchen wir noch. So, Silizium und Aluminium haben wir irgendwo hier hinten gehabt. Dann nehmen wir gleich mal ein paar mit und düsen raus. Und stellen irgendwo nochmal so ein Teil hin. In der Hoffnung, dass wir da auch ein bisschen wieder Energie haben. Gut versteckt. Also teilweise bin ich hier wirklich am Suchen, Machen und Tun, bis ich gefunden habe, was ich suche. Ne, nicht Windkraft. Wo war es denn jetzt? Hier, Sonnenkollektor. Batz. Das hat, glaube ich, noch nichts gebracht. Kriege ich da nochmal einen hin? Ich suche ihn schon wieder. Hier. Jetzt ist die Energie wieder hergestellt. Kriege ich noch einen hin? Ne. So einen auch nicht. Hier noch einen windigen. Ich weiß, das sind natürlich wirklich nur minime Energiemengen, die wir hier rauskriegen. Aber ich würde sagen, besser als gar nichts. So, jetzt gucken wir mal schnell. Weil das Atomdingens, das Kernfusionsdingens, das ist natürlich jetzt das nächste. Also da kommen wir gar nicht dran vorbei. Energy. Okay. Ja, das heißt, wir müssen gucken, wo wir Uran haben. Das weiß ich tatsächlich nicht auswendig. Also, beziehungsweise, wir haben auf der Karte keinen Eintrag. Irgendwo hatten wir Uran. Das ist mir klar. Hier hinten hätten wir nochmal Schwefel, sehe ich gerade. Da haben wir Uran. Ui, okay, wo ist das denn?
Ich glaube, das haben wir noch gar nie gefunden. Kann das sein? Hier haben wir auch Uran. Okay, nee, nee, wir haben tatsächlich Uran. Hier ist Stargate. Das würde heißen, wir müssten hier eigentlich sogar mit dem Teleporter irgendwie hinkommen. Haben wir hier hinten einen Teleporter? Das wäre dann halt auch wieder, dass wir da noch einen Teleporter machen. Der kostet gleich nochmal. Ja, der kostet zu viel Energie. Da müssen wir zuerst gucken, dass wir Energie kriegen. Ja, und danach den Teleporter. Aber ja, ihr seht, ich habe mal noch gesagt, was kann man denn jetzt noch machen? Also wir haben noch mehr als genug zu tun. Man kommt halt immer von einem ins andere. Und das ist genau das Coole an dem Spiel. Danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Ich bleibe mal hier stehen, damit ich morgen, wenn ich aufnehme, weiß, dass wir in Richtung Uran ziehen. Danke fürs Zusehen. Bis auf die Moin. Tschüss.